Und damit heiße ich euch ein herzliches Willkommen zur nächsten GTA San Andreas Folge. Ja, im letzten Part haben wir Woozy hier in seinem neuen Business getroffen, hat uns auch zum Partner erklärt oder haben wir zusammen angestoßen. Und ja, drei Familien oder Mafia-Familien, eher genauer gesagt, wollen diesen großen Gewinn nicht ganz mit uns, ja, oder wollen uns davon was streitig machen, sagen wir mal so. Und wir haben herausgefunden, welche Familie das ist. Es kann natürlich auch noch, können natürlich noch auch alle drei sein, theoretisch. Aber schauen wir mal, was Woozy jetzt für uns hat. Wir bereiten uns nämlich jetzt auf eine Banküberfall oder so vor. Nee, auf einen Casino-Überfall, genau. Aber auch schön, dass man hier einfach mit einer Waffe reinlaufen kann. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a five-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh, yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. CJ oder wir sind ja relativ angesprochen. Okay, ist ja auch unser Business, ne? Unser Casino ist das ja auch zum Teil. Aber wie viel Prozent hat er noch nicht gesagt, wie viel wir kriegen? Obwohl, ich will ein Auto haben. Geht schneller. Das war ein Parkboy, kann das sein? Oder? Ja, vielleicht vom Casino, ich weiß es nicht. Oder er war gerade auf dem Weg zur Arbeit, das kann auch sein. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg. Gibt es hier eine Ammo Nation in der Nähe? Ach, ganz am anderen Ende. Aber komm, holen wir uns einmal. Wir brauchen nämlich unbedingt eine Schutzweste. So, dann wollen wir mal. Hier. Everything you need to get even. If the cops ask, you didn't get it here, okay? The revolution is coming. So, damit sollten wir eigentlich gerüstet sein. Was ich noch schnell machen wollte. Sonst irritiert mich dieses rote, ja, diesen roten, dieser rote Punkt. Punkt. So,
das war knapp. Ich weiß halt nicht, wie man den so wegmachen kann. Wenn ich irgendwie herumexperimentiere, bestimmt, ja, aber ich will halt keine Zeit verlieren. Wir dürfen wieder was in die Luft jagen, das freut mich ja. Oh, ich dachte, das wär's. Nee. Da hinten beim Burgerladen. Ich soll unbemerkt in die ich kann es versuchen. Hey, who's this character? He looks like a cop to me. We better go on the boss. Oh no. Get the boys ready. Production lines gotta keep rolling. Somebody's got a fucking death wish if they're starting trouble around here. Wow. Ja, einfach mal so eine doppelte Schrotflinte. Oh, da kommt noch einer. Da ist auch noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Ich will erst mal sehen, ob die Luft rein ist. Jetzt seht ihr, warum ich die Schutzweste geholt habe. Da ist noch einer. Ist auch noch einer. Alter, wie viele das sind. Schauen wir mal, ob oben noch einer ist.
Sieht aber nicht danach aus, okay. Oh, das sollte ich vielleicht ein bisschen Abstand halten. Ich hoffe, es respawnt keine. Natürlich. Und natürlich respawnen welche. Wir gehen mit der AK rein. Ich glaube, es geht besser. Da kommt noch einer. Den mache ich mit der Bazooka fertig. Da ist noch einer. Ja, das ist doch nicht wahr. Ja, leck mich doch. Aber vielleicht habe ich einen Checkpoint erreicht, das wäre schön. Ach komm, ernsthaft. Liebe Entwickler. Da guckt sein Kopf raus. Zack. Da oben ist glaube ich auch noch einer, oder? Da oben. So geht es ein wenig schneller. Jo, da kommen welche mit dem Auto angefahren. Ja, das sind welche.
jetzt. Oh, war das ein Bulle? Diesmal ging es aber relativ zügig. Komme ich da durch? Nein. Ach komm. Okay, es war anscheinend doch leichter als gedacht. Ich habe mich nur wieder mal blöd angestellt. So, Woozy wird auf jeden Fall stolz auf uns sein. Ja, natürlich. So. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. So. Ja, eine Mission schaffen wir auf jeden Fall noch. Unsere Schutzweste haben wir sogar auch noch fast. Passt doch. Diesmal müssen wir sogar nicht reinlaufen, okay. Hallo? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Troop, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. Is this a hippie? They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Jetzt muss ich seine Hippie-Freunde suchen, oder was? Wo ist denn das? Puh. Ja, moin. Dann geben wir mal Gas. Ah, Gott. Können wir mal nachschauen. Statistiken. Danach sollten wir die 40% geknackt haben. Na komm, gib Gas. Ich muss auch noch zwei. Ich muss auch noch zwei Folgen World Trigger schauen. Hab die jetzt seit anderthalb Wochen nicht mal geschaut.
Verdammt. Da war ein Hufeisen. Zieht euch das mal rein. Weil der Taxifahrer ihn raufgefahren ist. Und die Polizei ist einfach nur... Ja, auf die Beamten geht er nicht los. Danke für dein Auto, mein Freund. Aber finde ich schön, dass sie so eine Kleinigkeit mit eingebaut haben. Die Flugzeuge fliegen hier ganz schön tief. Oh, nochmal $25 verdient. Warum nicht? Hier waren wir doch schon. Ah, doch, ja. Hier waren wir schon mal. Aber wie kann man hier ein Lager aufschlagen und sich verlaufen? Das verstehe ich nicht. Oder er will uns einfach nur am Berg haben, um mit einer anderen Mission zu beginnen. Das kannst du auch haben. Obwohl, nee, da waren zwei Leute. Hello? Hey, anybody out here? True sitting. Hey, over there. Hey, man, you alright? Kin hell. I'm fucking hanging. Stone me, bloody crows. Where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking you? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Ventura. Sweet. All right. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking yours. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Ja, zum Glück, dass wir nochmal den Wagen getauscht haben, würde ich sagen. Wait, kiddo, wait. Ich glaube, unser vorige Wagen hatte nur zwei Sitzplätze. I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. You look as pale as a drowned baby, man. Oh, God. I think I'm gonna chuck. What you need is some food,
down here. A fried egg sarnie with mayonnaise or so. Where you going? And what about a pickled egg? Pull over now. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. Run like fuck! Everybody in the car! Okay, also hat das doch nicht nur geträumt. Seems you boys had a good time. Hey, what about the band? We'll just have to pray they've made it to civilization. Keep on this new drum at the Tenapenny anyway. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere, I think. What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits? Empty saddlebags or bee stings? Rosie's a man! And stop touching yourself! It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Oh, Kevin's a tool. Hey, he started it. Wo ist das bitte? Ah, okay, ich verstehe, ja. Ich dachte, wir müssen jetzt ganz, ganz nach unten in die erste Stadt, aber. Nee, nee, das passt schon so. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Nicht, dass wir einen Unfall bauen, das wäre bitter. So, dann müssten wir auch schon gleich da sein. Ah, da vorne sind wir schon wieder da. Ach, Idiot. Nee, das ist ein anderes Casino. Come on then. Let's go in and see Rosie. Kempo, here to see Rosie. Hey, boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, hey, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this? Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man.
Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, Sam? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Sieht so aus, als hätten wir einen neuen Missionsslot. Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We could talk later. Was? Gar kein Geld? Oh, schade. Ah, kriege ich jetzt noch einen Anruf, oder? Hi, cutie. No light at the end of the tunnel. It's worse than a bad hair day. Speak on it. All right, Carl. It's me, Paolo. Listen, Rosie's in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip around the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. So, dann schauen wir noch einmal schnell auf die Statistik. Da sind die 40%. Schön. Okay, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von GTA San Andreas wieder. Bis dann.